Posteingang ist immer noch meine. Ich war das wirklich nicht. Ey, wenn mich irgendjemand auf einmal ankeift und anfasst, dann leiste ich doch nur Widerstand. Aber um mein Gesicht nicht zu verlieren, also das Gesicht des Lasers, aber doch um auf keinen Fall habe ich etwas angefangen. Dass das wieder auf mich zurückfällt, ist so leicht. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll, wenn ich dafür immer Hausverbot habe. Suche ich mir dann einen neuen Server? Denn welchen Sinn hat das hier noch? Neuer Char? Aber die Eiskönigin. Ja, du hast ja auch wieder recht. Elsa muss halt seinen Standpunkt klarstellen. Genau. Nein, ich krieg das auch ohne Char hin. Auf GTA 6 warten? Nee, die sind hier so nachtragend, das streichen die auch. Die werden sagen, ey, hast du nicht in Los Santos damals, als ich Geschäftsführung war, mal hier Radau gemacht? So nachtragend sind die. Das kannst du knicken. Mann. Okay, ich hole noch mein Auto, dann probieren wir dann noch das Gespräch aus. Dann glaube ich, das läuft vielleicht schon für heute genug. Ich schmeiß mich jetzt instant in die Karre und fahre dahin. Was glaubt ihr, wo soll ich morgen anfangen? Oder wo soll ich morgen den Farmstream machen? Soll ich ihn auf Farmstate machen oder auf Sektor? Homestead mal. Sektor, Homestead, Homestead. Viele schreiben Homestead. Okay, vielleicht soll es dann... Ja, man könnte dann vielleicht Homestead. Nee, ich glaube HS. Also ich... Hallo. Warum nennst du mich... Hallo Leute, ey! Wie nennt ihr mich denn? Sag mal, seid ihr blöde? Nee, okay. Okay, gut. Ich hab verstanden. Mach erstmal Führerschein. Ja, erstmal muss ich jetzt zu meinem Auto. Hey, hey, hey! Entschuldigen Sie, hallo? Ja? Haben Sie gerade ein rotes Auto ohne Verdeck abgeschleppt? Irgendwann? Weiß ich nicht. Rufen Sie mal an bei WCP. WCP? Ja. Er hat sich an wie ein Kloreiniger. Rufen Sie da an. Was ist denn WCP? Habe ich hier gespeichert? Oder was? Was ist denn WCP? WCP. Oh, WCP. Leitstelle WCP, hallo. Tagchen, Jonathan Laser mein Name. Ich wollte mal nachfragen, ob Sie gerade den SM722er Modell am PD abgeschleppt haben. Ganz rot, ziemlich lang, kein Verdeck. Wo, beim PD? Ja. Nee, also es ist gerade ein Schlepper vor Ort, der muss was abholen. Ja, das weiß ich, aber sonst nix oder wie oder was? Sonst nix, ne. Oh. Also entweder LSC oder Bellys mal probieren. Also alles wir klar. Haben nur den einen. Dankeschön. Jo. Oh Mann.
Solange keine Gliedmaßen fehlen, ist das langweilig. Schade. Das kommt morgen. Das kommt morgen. Vielleicht magst du ja dabei sein. Machst du sowas öfter? Ich einsteig. Du bist der Laser, ne? Ja. Ja. Du bist nicht mein Sohn von dir. Und ich schulde dir keinen Unterhalt. Nee, ich wollte dir nur eben Bescheid geben. Dein Vater macht sich noch immer Sorgen um dich. Nee. Ich soll dir das nur übermitteln. Und naja, das ist halt so ein gut Mensch. Er hat dein Auto vorhin hier stehen sehen. Das hat er dann extra abschleppen lassen, damit man das nicht klaut, weißt du? Wovon wem? Von deinem Vater. Wen hat er dafür engagiert? Was, dass es abgeschleppt wird? Ja. Yeah, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Boah, dann streng deine Gehirnzellen an, alter Mann. Moment. Krieg ein Signal rein. Geht mein Haar nach oben, dieses eine in der Mitte? Nein. Geht das nach oben? Nein. Ja, da kriege ich auch kein Signal. Es ist eine Last. Der kriegt bei mir nichts mehr. Es tut mir wirklich sehr leid. Dieser Mensch ist nicht mein Vater und dieser Wichser soll sich nicht in meine Angelegenheiten einmischen. Wegen dem ist jetzt voll die Kacke am Dampfen. Weißt du, wo das Sisyphus-Theater ist? Nee. Aber soll ich dich einfahren? Ja. Ja, weißt du denn, wo das ist? Nein! Ja, dann ist das auch blöd. Wir finden Festivaltheater? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwo in den Weinhotels. Ich hab dir mal da was markiert. Mensch, vielleicht ist das. Siehst du das? Auf dem GPS bei dir eingetragen? Ja. Egal, was da hinten ein komisches Smartphone da. Es könnten beides sein. Das oder das. So. Warum musst du denn da dringend so hoch? Ist da vielleicht dein Vater? Nein, da ist nur eine Person, die auf mich wartet. Hey. Gigi heißt Ach sie. So. Gigi. Ja, kenn ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich bin nur der Nachrichtenüberbringer. Sagt meinem Vater, dass er für mich gestorben ist und er immer noch nicht mein Vater ist. Soll ich ihn das so ausrichten? Ja! Aber er hat gesagt, wenn du das so sagst, dann soll ich nochmal einen draufhauen und sagen, dass es ihm wirklich, also dass er. Die ich noch immer sehr mag. Eigentlich hasst, aber irgendwie mag er dich auch. Und er ist noch immer alt. Und, ich kann dir garantieren, dass diese Person nicht mit mir irgendwie in einer Blutverwandtschaft steht. Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß das aber, ich! Hat denn mein Wort kein Gewicht? Du dummer Wichser! Ich weiß auch, wer mein Vater ist. Also ich weiß nicht direkt, wer mein Vater ist. Aber ich weiß, dass er nicht mein Vater ist. Ja, aber warte mal, du sitzt in meinem Auto, ich könnte jetzt auch einmal weiterfahren. Entschuldigung! Ich weiß nicht, ob es das richtige Ding ist. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken. Hier steht auf jeden Fall ein Auto, hier steht sonst nie ein Auto. Vielleicht gehört es Gigi. Ich guck mal kurz, warte hier. Ja. Das ist das andere. Ist das andere! Warte, ich markiere es dir auf dem GPS. Ja. Achso, mach nochmal einen Ruf. Mach nochmal drauf! Gigi! Ja? Ich bin auf dem Weg! Du siehst mich, du bist doch hier! Ich bin da. Oh! Ich dachte, das ist das falsche Theater. Nee, das ist der richtige Ort. Okay, dann komme ich wieder. Du musst hochlaufen. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Okay, jetzt ist der richtige Ort. Wo ich einen Milchshake will? Ja, richte meinem Vater aus, er soll sich fernhalten von mir, von meinen Fahrzeugen und von allem, was mir lieb und recht ist. Warte, gib mir $100, dann sag ich Ihnen das. Warte. Ich mach ja doch nichts gratis hier, eben $100, weißt du. Du bekommst 40, weil ich einen guten Tag hab. Ja, 50. Kein Cent mehr. 40 genau. Okay.
Wie hochlaufen? Da hoch? Ach, da sind die. Was machen die denn hier? Proben die? Hallo. Hallo. Jonathan, das ist Knut. Hallo Knut. Hallöchen. Ein alter Freund von mir. Fickt ihr? Nein. Was? Gut. Immerhin besser als die Begleitung von vorhin. Wieso fragst du sowas? Das ist unverschämt. Es ist nicht unverschämt. Doch, es ist. Okay. Ja. Also, ja, GG, ich wollte nochmal sagen, tut mir leid wegen vorhin, aber du weißt, das kam mir nicht von irgendwo. Vielleicht kam das nicht von irgendwo, aber es war trotzdem unnötig. Wenn du wieder in dieser Stadt ankommen willst, dann mach dir doch Freunde statt Feinde. Alles mal Real Talk. Ganz ehrlich, ich weiß, wo mein Wert liegt und ich weiß, dass ich genug Freunde haben könnte. Aber ich verstell mich hier für nichts und niemanden. Ich bin, wie ich bin. Ja, das kannst du auch sagen. Ja. Aber was hat dir das bisher gebracht? Nun. Okay, ich verstehe ja schon. Ich bin halt nicht der Friede-Freude-Eierkuchen-Typ, aber trotzdem ist es halt schwer, die Mitte zu finden, weißt du? Ich habe mich immer gefragt, wieso du so bist, wie du bist. Du hast mir irgendwelche Lügen aufgetischt und nie wirklich was Ernstes über dich selber freigegeben oder mal offengelegt. Das fand ich immer schade. Offenlege ich halt einfach nur bestimmten Leuten. Also meinen Charakter oder so. Zum Beispiel wie diesen Weasel News. Dieser Show da. Dieses Secrets-Ding, wenn du weißt, was ich meine. Warst du da Darsteller? Sag mir mal so, ich komme da schon mal drin vor, aber ich sag nicht, wer ich bin. Also da gab es den Taco, ich weiß nicht, was der erzählt hat, die Domina, dann gab es noch einen Typen, der hat gesprochen von, dass er Hentais mag. Weird, nee, da war ich ein anderer. Das warst du nicht, sagst du? Nee, da war ich ein anderer auf jeden Fall, ja. Nee, das war ich nicht. Der Taco-Typ war ich auch nicht. Und dann der mit den Socken und der Unterwäsche? Nein. Nee, das wirklich nicht. Also das andere aber, auch schon nicht. Ja? Naja, aber so viele gab es gar nicht. Ja, also kommt noch. Vielleicht ist es noch in der Produktion oder so. Ich weiß ja nicht, wann ich jetzt als ausgestrahlt werde. War jetzt auch nicht der Erste, der gefragt wurde oder so. Nee. Ah, verstehe. Also hast du kein Problem mit Unterwäsche oder Hentais oder was auch immer? Ich habe kein Problem mit Hentais und ich habe auch keinen Speedpimmel. Nee. Nee. So, ja, also wie gesagt, ich weiß jetzt nämlich, also tatsächlich, ich wollte nur sagen, dass ich I missed you really much und jetzt bin ich wieder hier und bin froh, dass du auch da bist. Nach dem Messerstich mir zwischen die Rippen dachte ich eigentlich, dass wir da nie wieder so Freunde werden, aber so wie es aussieht, gab's doch noch eine Chance. Denkst du, das war ungerechtfertigt damals? Oh, naja, also ich meine, okay, ich habe hier wahrscheinlich... Nein, sei ehrlich. Es ist halt sei schwer bitte ehrlich. Okay, pass auf, ich habe dich verletzt irgendwo, nach deiner Wahrnehmung. Du wolltest das mit einem Messerstich aufwiegen. Ich weiß aber nur nicht, wie man das in ein Verhältnis stellt. Ist da was dran an der Story, dass du jemanden umgebracht hast? Eine Frau? Eine Person habe ich umgebracht. Den alten Johnny Laser Gigi. Ich habe ihn begraben. Ihn in den Wald verschleppt. Und dafür gesorgt, dass ich neugeboren hier wieder zurück in diese Stadt komme und endlich mal einige Dinge richtig stelle. Angefangen mit dir. Angefangen mit mir. Bei dir war es mir am wichtigsten und deswegen ja. Ich war aber nicht die erste Frau, die du angerufen hast, nehme ich mal an.
Doch. Guck mich mal an. Mhm. Ich habe Candlefire angerufen. Candle? Das war eine Sache, aber die ich beenden wollte, weil es nicht eine Art Sehnsucht war. Es war eher sowas wie, hey, da ist noch was, das ich abschließen muss, bevor ich überhaupt versuche, mich an irgendeinen anderen Menschen zu wenden. Denn ich bin nicht jemand, der etwas offen lässt und dann gleichzeitig zu Person B rennt. Mm-mm. Das war so damals, aber jetzt nicht mehr? No. Und was ist mit Candle passiert? Erzähl mal. Candle ist jetzt nicht, die ist jetzt, die, weiß ich nicht, Toplaner oder so. Top Lane. Ja. Bei League of Legends. Ja, ja, genau. Genau. Irgendeine Scheiße. Was bist du für eine Lane? Soll ich deine Supporterin sein und du bist AD Carry? Ich bin Jungler. Für dich kämpfe ich mich durch jeden Dschungel und würde alles daran setzen, mein Team den einen oder anderen Vorteil zu verschaffen. Na, ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung von diesem Scheiß. Wirklich null. Achso, das klang aber anders gerade. Ja, weil Candle irgendwas von Jungler oder so gesprochen hat. Ich war bei ihr im Zimmer. Die hat einen PC-Gaming-Setup gehabt. Da habe ich sie getasert und ihr in den Bauch getreten. Hat sie mich abstechen lassen. Ich weiß das nicht du genau. Du hast aber sie getasert und ihr in den Bauch getreten? Ja. Also, zu meiner Verteidigung, ich wollte das Gesicht erwischen. Das macht das nicht besser. Tatsächlich schlimmer. Ja. Ja, Paul. Aber du sollst wissen, dass ich, wie gesagt, keinen Bock mehr darauf und so. Hm. Nachdem, ich glaube, als du noch da warst, ich bin mir nicht sicher, bin ich drei Monate verschwunden aus dieser Stadt. Echt? Das kam mir vor wie 30 Jahre. Du hast dich auch voll verändert, ne? Findest du? Ja, so nicht vom Charakter her, auch so im Gesicht und so. Irgendwie, weiß ich nicht. Oder ich glaube, es ist aber immer so, dass man sich etwas schöner vorstellt, als es dann wieder ist. Wenn man es so vermisst irgendwie. Willst du sagen, dass ich hässlich geworden bin? Nein, das meine ich nicht so direkt. Wie, nicht so direkt? Also, und wer sind diese Leute? Okay, es ist so wie... Also, nehm mir mal an, du machst ein Foto und benutzt eine Face-App und dann packst du Hollywood 3 rauf. Du bist einfach ohne Hollywood 3. Oh nein. Ja, bitte. Oh nein. Johnny Laser. Oh nein. Da du ja mir nur $40 gegeben hast für die Nachricht überbringen, das hat leider nicht den Rahmen gesprengt von den Nachrichtenrahmen. Naja, und deswegen bringe ich einfach die Nachricht hier hin. Oh, das ist dein Vater. Oh, das ist nicht mein Vater. Er wartet auf dich. Junge, der... Ronny, bist du das, du alter Trinker? Nee. Ronny. Du alter Trinker, komm mal her. Das ist dein Sohn? Ja. Das ist... Ja. Es hat sich wohl herausgestellt, dass ich der Vater bin, ja. Wo? Wo hat sich das herausgestellt? Wo? ja, es wurde... Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Schön, dass wir uns jetzt endlich mal persönlich gegenüberstehen nach so langer Zeit. Ich glaube, ihr solltet euch umarmen. Nein, du bist nicht mein Vater! Du bist doch nicht mein Vater! Du bist eine neue Nummer! Was? Sei ein bisschen respektvoll zu deinem Vater. Als würdest du keine Geschenke verteilen, sondern sie mitnehmen. Ja, das ist auch so. Er hat sie dir auch damals immer geklaut, deswegen hattest du keine. Ich habe mich hochgearbeitet in der Elfenfabrik. Ich bin jetzt Vorarbeiter und ich überwache die Elfen. Ja, ich habe mein Leben verbessert. Ja. Ich kann das nicht, wirklich nicht. Hiermit nehme ich das nicht an. Du bist ein Tucker Hill? Ich bin kein Tucker Hill. Du bist ein Tucker Hill. Ich bin kein Tucker Hill. Gigi, jetzt hör mir auf, irgendwelche Lügen zu streuen. Das passt zusammen. Jetzt hat wie dein Vater Tränen bekommen. Ja, eigentlich technisch gesehen bin ich ein Tucker Wood. Ich bin von den kanadischen Tuckers. Somit bist du auch ein Kanadier. Das erklärt so ein... Nee, eigentlich nicht. Kanadier sind nett. Ich bin ein netter Mensch. Wer war denn die Mutter?
Ja, das wenn ich mal wüsste, also da kommen was willst du denn jetzt sagen? Dass meine Mutter eine Hure war? Dass du nicht mal dich an ihr Gesicht erinnern kannst? Ja, ich kann mich nur noch verschwommen an so manche Gesichter erinnern. Ja, hieß deine Mutter zufällig Patty? Oder Wendy? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Beruhig dich. Wirklich. Ist das so eine gewisse Ähnlichkeit? Ich wollte gerade sagen, ist es vorhanden? Wirklich, ist es... Kann das sein, dass ihr wirklich... Zu verwechseln ähnlich. Was? Und ich glaube, das sind... Ha? Die sind verwandt. Der sieht aus wie Kalle, Alter. Nee, das ist nicht Kalle. Achso, nee, die beiden, das ist anscheinend sein Vater. Also was, nur du? Zu deiner scheiß Information, meine Mutter hieß Ferdinand. Und wenn du mir noch irgendeine andere Kacke hier versuchst aufzutischen, dann glaub mir, dann prügele ich dich... Jonathan. In was? Hallo, ein bisschen respektvoll zu deinem Vater. Von wem der Vater? Ich hab das nicht verstanden. Ronald ist sein Vater. Von wem? Von Jonathan. Von Jonathan. Ja. Also er ist jetzt der Vater von ihm. Könnte sein, ja. Aber also ich habe gehört, dass Ronald sich schon durch die Weltgeschichte gebumst hat. Also der hat einige Kinder. Wer würdest du mit ihm treiben wollen? Vielleicht sah er früher gut aus. Also, ist so ungut, Ronald. Ist ja. Ach ja, ich bin doch immer sexy. In die besten Zeiten sind vorbei, würde ich sagen. Und wie heißt du mit Nachnamen? Tucker Hill, oder? Tucker West. Ich bin von den Kanadischen Tuckers. Ich bin Tucker Wood. Aha, okay. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand wie Jonathan Laser ein Tucker wäre. Wow, die Wendung. Ein wahrer Tucker. Aber scheiße. Richtig, meine Mutter ist eine Büroklammer. Nee, ich kann das wirklich nicht. Das funktioniert hier nicht. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will nicht, dass du mein Papa bist. Und ich Jonathan, will nicht, dass... Was? Du kannst doch sowas nicht sagen, wenn er dein Vater ist. Das ist umarm ihn doch einmal kurz. Guck, sein Herz ist so zerbrochen mittlerweile. GG. Aber vorsichtig, er wurde eingeschossen. Tut mir wahnsinnig leid. Du baust ja eine Bindung auf oder so. Aber ich muss gehen. Das kann ich nicht. Das ist nichts gegen dich. Du kannst doch nicht verleugnen, wenn das dein Vater ist, Jonathan. Er ist nicht mein Vater. Ist er nicht. Warum kann mein Vater nicht cool sein? Darth Vader oder sowas? Warum ein dementkranker, saufendes Arschloch? Ich bin cool. Ich bin immer noch cool. Wo? Ja. Ja, sieh mich und an. Deine Zukunft. Ja, guck mal. Du darfst diesen Teil von dir nicht verleugnen. Du bist ein Tucker. Oh. Jonathan. Sei ein wahrer Tucker. Jetzt kommen noch die anderen. Ey. Ach, Motorradfahrer. Habe ich denn zu Hause auf Homestate? Ich glaube, ich habe seit Monaten ein Hotelzimmer, was ich bezahle. Kann das sein? Aber so richtig weiß ich auch nicht. Muss mal gucken. So hinfahren lassen. Ja. Hey, Suki. Ja. Ja, du, pass mal auf. Wir hatten noch voll Lust, mit dir vielleicht ein Pläuschen oder so zu halten. Und vielleicht kannst du ja zum Sisyphus-Theater kommen und mich da abholen. Ja, kann ich machen. Ich gehe aber gleich ins Bett. Sehr gut, ich wollte nämlich auch in Richtung Hotel und das würde passen. Ich brauche nur eine Abholung. Ach, soll ich Taxi spielen? Nein, pass an, nein. Ich dachte nur, ich bin jemand, der kombiniert und versucht hat, sich ein bisschen Zeit und Mühen zu sparen. Und wenn ich irgendwo hingebracht werden kann und gleichzeitig ein nettes Gespräch mit einer wirklich sehr besonderen Person führen darf, dann warum nicht beides machen? Ich gebe dir auch Geld, wenn du willst. Hab ich kein Geld, ich habe genug Geld. Ja, dann vielleicht einfach nur eine nette Geste und sieh es als Möglichkeit, vielleicht doch noch vom Schlafen gehen, mit jemandem zu sprechen, der für nette Träume sorgt. Ja, pass auf, ich hol dich ab und wir haben ein nettes Gesprächchen, okay? Ich danke dir. Ja, okay. Du hörst dich ein bisschen krank an, du bist aber nicht ansteckend, ja, oder? Doch, bin ich. Ich bin eine Bazillenschleuder momentan. Okay, Wenn du mit meinem Bazillen nicht umgehen kannst, kann ich auch zu Hause bleiben, weil ich stehe schon vor meiner Haustür. Okay, pass auf, nein, alles gut. Ich hab ein starkes Immunsystem. Ich habe jeden Tag mit Schwachköpfen zu tun, wirklich. Das sind wie Viren, nur schlimmer. Ja,
Dann pass auf, weil Dummheit tut weh, ne? Ja. Dann warte ich hier einfach. Ja, bin gleich da. Bis dann. Ciao. Ich trinke so viel, aber irgendwie geht das Ding immer wieder runter so schnell. So ein Frozen Dragon bringt ja gar nichts. Und ich habe immer noch Diclofenac. Der hört sich an wie was, etwas, was man irgendwo reinkippt, um daraus Crystal Meth zu machen. Was ist, wenn ich die bunte Tüte benutze? Was ist Nummer 3? Ist eine Hose. Eine Hose für Männer. 4 ist noch die Wundertüte. Und Ohrstück FIB. Ja, ich habe noch ein paar Sachen, die ich aussortieren muss. Ich habe so Sachen bei mir, keine Ahnung. Entweder hält man mich für einen Geheimagenten oder für einen Dieb, der irgendwo einbricht und sich irgendeinen Krempel zusammenkratzt. Ich würde so gerne den Elektroschocker benutzen, aber das kann ich nicht. Weil die Waffe in ein spezielles Schloss besetzt und nicht ohne den passenden Schlüssel geöffnet werden kann. Und das bedeutet, dass ich, solange ich kein FIBler bin, nicht mehr Leute wegtasern darf. Das darf ich ja eh nicht grundlos, aber so nicht mal in der Lage bin. Abzudrücken. Jemanden das in die Fresse zu halten und sagen, wenn du nicht sprichst, dann grill ich dich, ihr Arschloch. Wisst ihr? Die bunte Tüte habe ich auch gerade auf dem Schreibtisch zu liegen. Hehe. Keiner macht den Drogen. Gute Besserung. Knack doch einfach das Schloss, das geht easy mit Brute Force. Aber dafür müsste ich erstmal 3 Ports öffnen und dann über einen DNS-Server die Firewall hacken und dann anschließend über einen THCPA Ausführungstool in die HT1IC-Datei gehen, um dann anschließend einen FA1.exe ausführen zu können. Nein, ich bin kein Taxifahrer. Hier auf diesem Server. Ne? Und Balorog, Bloodlust, vielen Dank für den ersten Monat, by the way. Vielen, vielen Dank. Und Daimos auch danke für die 2. Vielen Dank. Auf dem anderen auch nicht. Das kann sein. Das war ich auf jeden Fall mal. Ich muss jetzt wirklich bald ins Bett. Morgen fängt es ja schon wieder an. Morgen ist wieder Frühschicht. 7 Uhr geht's wieder ran. Geht morgen um 7 Uhr wird wieder mal hoch. Da wird natürlich einfach mal wieder, ne, die harte Arbeit verrichtet. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie das hier funktioniert. Keinen einzigen. Einfach nur ein Viewer. Vielen Dank für die mittlerweile 4. Hey, da war sie. Ich bin da. Hey, Suki. Ja, da bist du. Hi. Wisch da gern. Oh nein. Oh, Mist. An. Ja? Warte kurz. Ja? Gigi? Danke für die Rosen. Übrigens, ich glaube, die anderen Frauen werden sich auch darüber freuen. Geil, liebe ich. Ja, ich nicht. Das sind falsche Tatsachenbehauptungen. Ja, sie kann ruhig behaupten, was sie möchte. Denn diese Weiber sind eh keine Konkurrenz. Och. Soll sie doch labern. You can change me.
weiß, zu welchen Frauen ich gehen kann. Ich brauche nicht jeden. Mhm. Nur welches Hotel musst du? Ich würde einfach irgendeins nehmen. Ich habe noch irgendwo Zimmer am Laufen, aber egal, kann ich mir leisten. Ich nehme einfach eins in der Nähe oder sowas. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für den Aufwand, den du gerade betreibst und ich bin froh, dich tatsächlich heute, wie gesagt, kennengelernt zu haben. Irgendwie war das doch der einzig, sagen wir wirklich, heute positive das positive Ding hier am heutigen Tage. Deswegen danke, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, kein Thema, alles gut. Ja. Und du bist krank, deswegen freue ich mich, wenn ich ins Bett kann. Ja, na klar, ich verstehe das, sorry. Alles gut. So, warte mal, Hotel ist hier oben eins. Du arbeitest in dem Restaurant? Ja, ich bin stellvertretende Leitung in Perth. Wow, wow. Ja, da hatte ich mal Hausverbot. Ja, okay, da musst du aber mächtig Scheiße gebaut haben. Ich habe mich über das Essen beschwert und über den Dresscode. Okay. Den es nicht gab. Aber jemand da mit kurzen Hosen reingekommen ist und ich dachte, wow, das geht gar nicht. Alle tragen hier Anzüge und du glaubst, ach, ist egal, ich will mich gar nicht aufregen. Ich habe aber meine Lektion gelernt und das war nicht richtig. Manchmal bin ich ein bisschen harsch und direkt mit den Leuten. Ja, du kannst gern direkt sein, das bin ich auch. Ja. Ja, Dresscode kann ich dir gleich sagen. Hauptsache, du kommst nicht barfuß. Mhm. Im Purse. Mhm. Und ich renne meistens mit Privatklamotten rum, daher ist es mir scheißegal, was die anderen tragen. Ja, mir jetzt auch. Ich habe mich da auch, mein Horizont ist da jetzt ziemlich, ja, also ich hab da ein bisschen ausgebaut und mittlerweile kann ich dir auch sagen, dass es mir auch scheißegal ist. Also ich kümmere mich auch mittlerweile nur noch um mich selbst und um meine Liebsten. Ja, okay, kann ich verstehen. Mache ich auch nie anders. Ja, und es war schön, nochmal mit dir geredet zu haben. Vielleicht kann man ja noch was unternehmen oder so. Vielleicht führst du mich ja mal zum Essen aus in deinem Restaurant. Ich soll dich ausführen, ja? Nein, also ich dich und dann sage ich die Rechnung bitte und dann sagst du, ach, kein Problem, geht aufs Haus. Aha. So ist das also. Nun, ich wäre interessiert, aber wie gesagt, immer mal sehen. Auf jeden Fall, werd du erstmal gesund und mach den heißen Tee. Ja, krieche ich ihn. Alles klar. Nur wegen dem Event heute arbeiten, deswegen. Das nenne ich Einsatz. Dann noch einen schönen Abend dir. Dankeschön, bis dann. Bis dann. Los essen. 179 die. Ah ja, okay, es geht. Von Kastenburg. Ich esse noch frei. Alle? Oder sind die 110? Du hast eine Immobilie gemietet. Du hast bereits eine Immobilie. Oh nein! No. Oh, ich hab grad aufgestoßen, hab das gehört. Oh, ich kann hier gar nicht mieten. Ich kann hier. Oh. So lost, ey. Entschuldigen Sie, die Herren, könnten Sie mich mitnehmen? Oh nee, sorry, geht gerade nicht. Schwierig. Sorry. Entschuldigung. Das Galaxy hat offen. Ist da noch was los? Entschuldigung, haben Sie noch geöffnet? Hallo? Ja. Wie viel macht's? $50 und ein paar Auflagen. Auflagen? Naja, keine Waffen, keine illegalen Substanzen, Lebensmittel und Getränke. Perfekt. Perfekt? Mhm. Dann würde ich Sie gerne einmal abtasten, ja? Ja. Okay. Können Sie auch einmal bitte die Tasse abstellen? Danke. Du hast echt keine Gegenstände mit dabei, mit denen man andere Leute verletzen kann? Ah ja, ein gutes Aussehen kann ich ja wohl kaum ablegen. Alles andere nicht. Ich habe eine Taschenlampe in meinem Rucksack, aber gut. Ja, genau die meine ich.
Ja, aber... Mit der kann ich dich... Ja, das kann man immer nur als Schlagwaffe benutzen. Gut, ich könnte mein Schädel als Schlagwaffe benutzen. Ich verspreche, dass ich nichts mache. Ja, aber ich kann dich leider so nicht reinlassen. Was ist, wenn ich in die Taschenlampe gebe? Das wären dir. Gut, wollen Sie sich die rausnehmen? Naja, nehme ich mir raus. Können sich dann später wieder abholen, ja? Alles klar. Ich werde wahrscheinlich eh nicht so lange bleiben. Ja, dann würde ich noch einmal 50 Dollar, ihr könnt die Hände ruhig wieder runternehmen, ja. Einmal 50 Dollar abkassieren, ja? Ja. Bitte sehr. Danke. Danke Ihnen. Dann viel Spaß. Vielen Dank. Bitte. Dadurch? Oh. Ah ja. Ist so eng hier. Den hättest du mal sagen müssen. Ich stehe auf eng. Eng ist doch immer gut. Ich wollte nur tanzen, Scheiße. Oder du hättest sagen müssen, auf eng stehe ich. This is the number one champion sound, yeah, Estelle, we're about to get down. Whatever's in the world right now, just touch down in London town. Bet they give me a pound, gonna put the money in my hand right now. Tell the promoter, we need more seats, we just so... Gut, hab ich gehört. Alter, wie kann man viermal über denselben Witz lachen und ihn erwähnen? Ja, aber sowas musst du richtig billig rüberkommen. Ich bezweifle den Scheiß. Ach ja, zu alt ist man nie für so einen Scheiß. Du hast letztens mal einen Eiswürfel-Trick gemacht, also jetzt sei mal nicht so. Hallo? Hallo? Kann mich einer nach Hause fahren? Dürfte schwierig werden. Ich muss schon um 9, hatte Mama gesagt. Hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Das ist natürlich schlecht. Ist ein bisschen später geworden, ne? Okay, trotzdem vielen Dank. Jo, sehr gerne. Ciao. Geh raus! Ich weiß auch nicht. Alter, ich hatte kurz Lust. Alter, da wolltest du aber jetzt mal einen rausholen, wa? Entschuldigung, ja, ja. Kann mich einer von euch nach Hause fahren? Nein. Ich habe leider kein Auto und du möchtest nicht, dass ich nach Hause fahre, so betrunken wie ich bin. Ach, okay. Ruf dir doch ein Taxi. Ja. 5555555555. Wirklich so viele? Ja, mach mal. Oh Mann. Du bist aber gerade ganz schön probierfreudig hier, wa? Ja, das stimmt aber nicht. Ich muss mal austesten hier meine Grenzen, was ist los? Ja, ruf einfach 555555 an und dann kriegst ein Taxi. Also wenn ich hier gleich verhaftet werde, ne, wegen irgendwelchen illegalen Aktionen, ja. Hier, ne? Ich bin nur unschuldig. Ansonsten frag alle Bahn nach. Nee, ich bin das immer ist unschuldig. Unfreundlich, ja. Ja, und? Entschuldigung, kann mich einer nach Hause fahren? Nimm den Taxi, Bro. Wir sind auch erst gerade hier angekommen. Entschuldigung, kann mich einer von euch nach Hause fahren? Du kannst mal beim Downtown Cap & Co. anrufen, das kostet nichts. DJ, können Sie mich nach Hause fahren? Hallo. Ja, ruf das Taxi, ich habe ja verstanden. Hause. Hat er mir mein Handy, meine Taschenlampe, hat er wirklich abgenommen? Ja, super, ey. Wer? Ey, da hat er. Also, mir nehme ich die Taschenlampe ab, aber den da drin nicht, oder was? Und da zieht mir fast damit einen über den Schädel. Ja, glaube ich den nicht. Ja, schön. So vorsichtig sind wir. Eben.
Ja, machen Sie mal bitte Platz in den Händen. Ich lege in die Tasche einfach wieder hin. Okay. Bitte. Vielen Dank. Dann schönen Abend noch. Ebenso, adios. Entschuldigung. Ich bin ein Taxifahrer. Können Sie mich nach Hause fahren? Nee, ist voll. Ich habe schon einiges. Aber da sind doch nur 2 Sitze hinten frei und Sie haben noch eine ganze Ladefläche da. Müssen Sie entscheiden, Madame? Da, ja, von mir aus, ist okay. Na gut, dann steck ein junger Mann. Oh, danke. Sehr nett. Okay, also, ich muss auf jeden Fall super dringend zum Unicorn, okay? Danke, und die Monsieur? Ich in der Nähe, das ist cool, wenn Sie mich da auch rauslassen. Ich übernehme sogar die Kosten. Taxifahren ist in dieser Stadt kostenlos? Oh, naja, gut. Naja, die Geste ist ja das, was zählt. Ja, aber das kostet jetzt auch so $50, weil, das ist jetzt mein Taxi. Genau, musst du geben, die Madame, die ja. Trinkgeld. Richtig. Was? Ja. Warum musst du denn ins Unicorn? Nee, zum Unicorn, nicht ins. Also willst du nicht rein? Nö, ist ja schon zu, glaube ich. Ach so, aber was willst du denn da noch? Ja, da sind noch Freunde von mir. Die haben noch so ein bisschen Party gemacht und ich glaube jetzt, also entweder hat es jetzt schon zu oder es macht gleich zu. Ja, was willst du denn da in der Nähe davon? Da ist ein Hotel. Oh. Hotel ist bei der Unicorn? In der Nähe irgendwo, glaube ich. So diese Absteige, ich glaube 2 Blocks weiter. Wenn also, Sie wollen, können Sie mich auch dorthin fahren, wenn es möglich ist. Ui, was für, nachdem ich war bei der Unicorn? Ja, selbstverständlich. Ich gebe dir kein Trinkgeld, by the way. Wofür auch? Du bist doch selbst Fahrgast. Ja, aber ich habe das Taxi doch gerufen, Mensch. Ja, Entschuldigung, aber was hast du denn für einen Handyvertrag, wenn das dich 50 Tacken gekostet hat? Ja, nee, das hat mich ja gar nicht gekostet. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um den Aufwand, dass du ganz kurz mal in die Tasten gedrückt hast, oder was? Ja, ich musste mit jemandem telefonieren. Wow. Sehen Sie das, der Taxifahrer? Sie schätzen nicht mal den Anruf und die nette Begleitung, die sie jetzt hier hat. Nein, sie muss uns noch Geld abknöpfen. Doch, das schätze ich. Deswegen sind es ja auch nur 50. Ach so, wie viel nehmen Sie denn sonst? Ja, mehr. Und dann einmal die Unicorn. Das kann ich mir nicht vorstellen, danke. Bei diesem Charakter. Schönen Abend noch. Gerne. Money. Machen Sie es gut. Tschüss. Sie auch. Warum musst du mir keine Trinkgeld? Alles gut. Tja, so würde ich auch nicht. Mir würdest du keine Trinkgeld geben. Ist ja interessant. Ich warte erstmal, bis du mich dort abgeliefert hast und dann werde ich dir die Antwort geben. Ist alles gut. Oh, hier ist gut. Hier war das. Ich weiß, hast du gesagt, die Billigabsteige. Also, das mache ich hier nur, weil ich kann es mir schon leisten, woanders zu wohnen. Ich habe hier einfach nur aus Gewohnheit mein Zimmer, deswegen. Ist auch günstig und nur wer spart Geld, der kann machen Geld. Ja, genau, richtig, richtig. So, vielen Dank trotzdem auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Gleichfalls. Moni, schlaf gut. Aber ich weiß nicht, was man überhaupt farmt. Man kann hier so joggen und so. Das können wir auch machen. Das können wir auch einbauen. Ich meine, wir farmen ja damit Ausdauer. Das ist halt ein anderes Farm. Aber das ist ganz witzig. Kann hier viele Sachen machen, glaube ich. Das könnten wir machen. Ja, nö. Wir brauchen nichts mehr am Handy machen. Alle Nachrichten. Okay, wir sind durch für heute. Mann. Okay, bis in 6 Stunden, würde ich sagen, ne? Holz, Öl. Ja, alles. Ich bin raus.